Hey, erst einmal ein frohes neues Jahr und wie ihr bereits im Titel sehen könnt, zeige ich euch heute meine Comic-Einkäufe diesen Monats. Ich unterteile diesen Haul jetzt mal in Mangas, DC, Marvel und Splitter, denn das sind genau die Hauptthemen, von denen ich mir diesen Monat was gegönnt habe. Bei den Mangas habe ich diesen Monat darauf geachtet, hauptsächlich Reihen fortzuführen. Also ich möchte halt auch in diesem Jahr nicht so viel wieder von vorne anfangen, besonders wenn es um Mangas geht, denn so viel Platz habe ich actually überhaupt nicht und deswegen erstmal Reihen weiterführen und Da wäre zum einen das hier, das habe ich mir auch auf der Comic-Con, also auch eher gern Ende des Jahres, also letzten Jahres, geholt. Und hier jetzt auch der zweite Band dazu, das ist Batman und die Justice League. Ich finde die Reihe eigentlich recht interessant. Es geht halt um einen außenstehenden Charakter, der aus Japan kommt und dann nach Gotham und seine Eltern sucht und so weiter und so fort. Ist irgendwie ganz cool gemacht und ich finde auch, dass die Charaktere, die wir aus dem DC-Bereich kennen, dort wirklich sehr gut dargestellt werden, aber so einen eigenen Stil trotzdem irgendwie noch haben. Dann ebenfalls eine Reihe, die ich mir auf der Comic-Con geholt habe und da den ersten Band und jetzt auch mit dem zweiten Band weiterlesen möchte, Übelblatt. Tatsächlich hat mir der gute Silas gesagt, dass er die Reihe gar nicht so gut fand. Ich fand den ersten Band aber doch recht spannend. Es ist sehr, sehr viel Fantasy mit dabei. Es geht halt um diesen Charakter hier, den ihr da seht, der Rache nehmen will an ehemaligen Kameraden oder sowas in der Form. Es geht auch um so eine Gilde und so. Ist auf jeden Fall relativ tiefgreifend und ich hoffe, dass hier noch etwas mehr über diese Backstory zu diesem Charakter und dieser Gilde und so erklärt wird. Auf jeden Fall sehr interessant, wie ich finde. Dann darf natürlich auch für alle meine Urasawa-Fans dieser Band hier nicht fehlen und zwar 20th Century Boys, jetzt Band 2. Band 1 habe ich, ich glaube, sogar vor 2 Jahren zuletzt schon gelesen. Also jetzt könnte man fast sagen, vor 2 Jahren. Ich glaube, 21 habe ich den ersten Band gelesen. Ich habe so lange nicht damit weitergemacht. Ich muss auf jeden Fall diese Reihe weiterlesen. Sehr, sehr zu empfehlen. Sehr, sehr mysteriös, die ganze Geschichte aufgebaut und so weiter und so fort. Aber wer Urasawa kennt, da muss ich jetzt nicht mehr so viel zu sagen. Und ein weiteres Highlight, das natürlich nicht fehlen darf, Berserk, in dem Fall der dritte Band in der Berserk-Max-Reihe. So lese ich tatsächlich Berserk. Es gibt ja auch so viele unterschiedliche Formate und so weiter und so fort. Aber da ich sowieso sehr, sehr viel auch in Massiv lese, finde ich diese Art und Weise Berserk zu lesen schon ganz cool. Und ich finde auch, dass die eigentlich ganz nett aussehen. Passt auf jeden Fall. Kommen wir nun zu den Titeln aus dem Hause Splitter. Und da hätte ich zum einen Hawkmoon Band 1. Soweit ich das verstanden habe, kommt das auch so ein bisschen aus der Feder von dieser ganzen Elric-Geschichte und so weiter und so fort. Also es ist irgendwie auch related zu dem Universum von Elric. Und ich fand Elric schon sehr, sehr cool tatsächlich. Genau, ist einfach was Mittelalterliches, was Fantasy-like. Deshalb bin ich da auf jeden Fall am Start. Splitter bringt da ja auch immer mal wieder schöne Reihen zu raus. Und diese Reihe startet halt jetzt im Januar. Deswegen dachte ich, die pick ich mal ab. Und endlich auch die Fortsetzung zu Das verschollene Zeitalter. Das ist ja auch der erste Titel, den ich im Trade Talk vorgestellt habe von Splitter. Ich freue mich auch wirklich sehr hier auf den zweiten Band, weil die Geschichte schon mal einen guten Start hatte, am Ende noch so ein bisschen offen geblieben ist und ich brauche einfach noch ein bisschen mehr aus dieser Welt, aus dieser Lore. Es geht halt quasi um eine Welt, die so mäßig untergegangen ist und alle leben jetzt wieder so ein bisschen in der Steinzeit. Es gibt jetzt so ganz viele Völker und so. Irgendwann sind sie quasi wieder nach oben gekommen zur Welt und noch sehr, sehr mysteriös, aber halt auch so mittelalterliche Fantasy, so wie man es halt, wie gesagt, kennt von Splitter. Ganz viele Geschichten in diese Richtung. Bin ich auf jeden Fall sehr hyped drauf, auch wenn es, wie es hier weitergeht und wie das dann noch weitergeht. Kommen wir zu den Marvel Comics. Bei Marvel habe ich tatsächlich hauptsächlich Paperbacks diesen Monat geholt und zwar einmal den, ich glaube, das ist schon der Band 11 von Spider-Man, von der Nick Spencer Spider-Man-Reihe. Finde ich bisher ziemlich, ziemlich cool. Ich mag die Reihe tatsächlich sehr, vom Stil her, von der Story her, wo es so ein bisschen in die Richtung geht. Ist alles sehr, sehr neu gemacht. Es ist sehr modern auf jeden Fall. Und in diesem Band soll es jetzt endlich so das große Finale rund um Kindred geben. Da bin ich auf jeden Fall relativ gespannt drauf. Ich bin generell gespannt drauf, wie lange das noch geht, weil ich habe mich jetzt nicht erkundigt, ob im US das schon, also ich glaube im US ist es schon durch tatsächlich, aber ich habe mich nicht erkundigt, wie viele Bände wir dann im Deutschen haben werden. Genau, aber ich werde die Reihe auf jeden Fall komplett sammeln und dann habe ich die Nick Spencer-Reihe komplett im Paperback. Dann hätten wir hier noch den Start der neuen Punisher-Reihe, die sich ja auch so ein bisschen mit der ganzen aktuellen Daredevil-Lore einreiht. Also es gibt auch in Devil's Reign zum Beispiel schon einen Verweis darauf, dass diese Reihe quasi entsteht mit dem Punisher und so weiter und so fort, der hier als der Clan-Aufseher oder Clan-Oberboss des, was sind das nochmal, die Hand? Ich wollte gerade schon The Foot sagen, weil das ist ja Teenage Mutant Ninja Turtles und ich komme da immer durcheinander, ob das jetzt in Marvel jetzt The Foot oder The Hand ist. Keine Ahnung. Dann, und den Band habe ich auf jeden Fall auch schon gelesen, Moon Knight, Wächter der Nacht, das ist der zweite Band aus der neuen Moon Knight Volume. Ist auf jeden Fall nett, ist eine kleine Street-Story, es geht halt nicht um so viel, aber der Charakter an sich mag und die ganze Moon Knight-Story und
mit der Mitternachtsmission und alles, was da gerade so passiert, ist auf jeden Fall sehr spannend anzusehen. Zeichnungen sind sowieso auch schon sehr, sehr cool. Kann ich auf jeden Fall empfehlen, die Reihe, für jeden, der aus der Serie zum Beispiel den Charakter cool fand und generell mehr mit Moon Knight anfangen möchte. Dann kommen wir zu DC und bei DC habe ich jetzt erst einmal zwei Paperbacks. Und zwar Batman, die Reise, heißt im Englischen tatsächlich Batman the Night, soweit ich weiß. Eigentlich auch viel coolerer Titel und ich weiß gar nicht, warum das da rausgekommen ist. Obwohl ich mir das so ein bisschen auch erklären kann, denn ich habe den Band auch schon gelesen. Und bei Batman, die Reise geht es halt so ein bisschen vorgeschichtemäßig noch. Batman, Bruce ist halt noch nicht Batman so. Er möchte halt dieses Symbol erst wirklich formen, erst zu dem wirklich werden. Man erlebt hier also seine ganzen Reisen, ne? Deswegen, man erlebt halt seine ganzen Reisen, wie er Lehrmeister findet für bestimmte Dinge, für Kampfkunst oder wie man sich halt irgendwie am besten tarnt. Es geht auch viel um so Spy-Missions, ein bisschen Heist und so. Ist auf jeden Fall recht spannend geschrieben. Tatsächlich auch von Chip Zdarsky geschrieben, der ja sowieso sehr gut bekannt ist für seinen Daredevil-Run. Das hier ist außerdem Band 1 von 2. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie es hier im zweiten Band noch weitergehen wird. Dann hätte ich hier den dritten Band der aktuellen Nightwing-Reihe. Auch sehr, sehr cool geschrieben. Gleich am Anfang tatsächlich gibt es ein sehr cooles Kapitel. Dann gibt es tatsächlich auch noch ein paar nette Stories mit den Titans und mit The Flash, also in dem Fall Wally West. Ist auf jeden Fall ein ganz nettes Ding. Wie ihr merkt, habe ich tatsächlich auch schon gelesen. Ist auch ein recht dünner Band. Die aktuelle Nightwing-Volume kann ich auf jeden Fall nur empfehlen für alle Fans der Bat-Family. Dann hätte ich hier noch diesen sehr, sehr großen Brecher von aus dem DC Black Label. Und zwar Batman One Dark Knight. Ich weiß so ziemlich noch gar nichts über die Geschichte. Also ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, worum es hier genau gehen soll. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was das Ding kann. Ist ja eigentlich mal ganz nett, in so einem Überformat das zu haben. Zwar ist das Englische doch etwas günstiger für den Preis, aber mir war es trotzdem wert, das so zu picken. Und jetzt kommen wir zu meinem persönlichen Highlight diesen Monats. Masters of the Universe He-Man Band 1 Deluxe Edition. Wie ihr seht, ist das schon eher so ein richtig dicker Brecher. Also halt wirklich so ein Omni, fast so rund 800 Seiten. Ja, ich habe das hauptsächlich gepickt, weil ich mich sehr für die ganze He-Man-Lore und Masters of the Universe interessiere. Ich finde diese ganze Fantasy-Welt doch sehr, sehr spannend und dachte im Comic-Format da mal ein bisschen einzusteigen. Ich bin sehr gespannt, was für tolle Abenteuer mit He-Man dieser Band zu bieten hat. So, das ist auf jeden Fall alles für den Januar. Ich freue mich auf jeden Fall jetzt sehr darauf, das alles zu lesen. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, was ihr euch so diesen Monat gegönnt habt. Und damit hoffe ich, ihr schaltet auch in Zukunft wieder ein bei mir, dem Nerdman.